Smoking Madhouse. Wie kamt ihr denn auf diesen Namen? Der ist ja echt schräg. Tja, also man muss natürlich sagen, ich war schon immer sehr verrückt. Mein Kürzel war früher auch Mad, also verrückt, irrsinnig, wahnsinnig. Und da habe ich nach einem Namen gesucht und kam irgendwie durch einen Zufall drauf, dass dieses Smoking Madhouse natürlich dieses King Mad natürlich beinhaltete und hat mich natürlich ein bisschen fröhlich gestimmt, dass ich da meinen Jugendkürzel da noch irgendwo mit unterbringen konnte. Und er hat mich natürlich rein optisch oder rein schriftlich ein bisschen höher gehoben und fand das natürlich eigentlich ganz witzig, das jetzt mal so zu integrieren. Ich bin jetzt hier in eurem Laden, wo ihr doch sehr viele gläserne Rauchutensilien verkauft und auch Liquids. Was ist euer Kerngebiet im Augenblick? Also im Augenblick ist es natürlich mehr der Schwerpunkt E-Zigaretten. Aber auch die anderen Gebiete sind natürlich sehr im Kommen, also die Vaporizer-Sache, um Kräuter zu verdampfen oder eben auch um Kräuter einfach zu verrauchen, ist natürlich alles schon immer sehr präsent gewesen und auch das wollte man natürlich mitnehmen. Ich meine, wir haben natürlich Rauchgeräte natürlich, also wir haben von E-Zigaretten, Wasserpfeifen oder auch Vaporizer, haben wir natürlich alles da. Versuchen natürlich eher so ein bisschen in Richtung Natur halt zu gehen. Das heißt, wir wollen natürlich auch Tabak anbieten, aber eben halt die ohne Konservierungsstoffe bzw. Zusatzstoffe. Wie auch gerade die neue Sparte mit E-Zigaretten ist ja auch sehr am Kommen. Die Leute wollen sich gerne das Rauchen abgewöhnen und dafür haben wir natürlich versucht, jetzt ein bisschen aufzubauen. Für wen ist der Laden? Ja, natürlich für alle. Wir haben extra das so gestaltet, dass sich natürlich hier jeder drin wohlfühlt. Das heißt, wir haben hier jung und alt, also wir haben wirklich bis sehr alt. Die Leute wollen halt meist doch ihr Rauchen aufgeben und dafür versuchen wir natürlich alles zu tun, was wir können. Ich suche E-Zigaretten und ich interessiere mich besonders für verschiedene Liquids. Ja, das ist super. Wir haben hier eine super Probierstation. Da können Sie gucken, welcher Geschmack für Sie am besten ist. Ja? Ganz wichtig zu wissen, da ist absolut kein Nikotin oder irgendwelche Zusatzstoffe drin. Reines Liquid, da können Sie sich gerne mal durchprobieren. Ja, haben wir hier vorne zum Beispiel bestimmte Geschmäcker. Haben Sie eine bestimmte Vorrichtung, in welche Richtung es gehen soll, ob es Frucht sein soll, ob es was Tabakmäßiges sein soll? Meine Vorstellung ist eher was Frisches. Genau, drücken und ziehen. Das gefällt mir schon ganz gut. Das freut mich. Ja, Sie können natürlich gerne weiterprobieren. Wir haben ganz viele unterschiedliche Geschmäcker. Es kann immer mal leicht zum Husten kommen. Das ist, wenn man nicht den vielen Dampf nicht gewöhnt ist. Ja? Ich habe jetzt an dem Gerät die Luftzufuhr ein wenig runtergedreht. Jetzt können Sie gerne noch mal probieren. Nicht ganz so viel. Das ist besser. Sehen Sie. Ja? Weil jede Person ist da unterschiedlich und vom Rauchen kennt man es nicht so, dass man so viel Dampf im Mund hat. Ja? Ja, vielen Dank, Chief, für die tolle Beratung. Gerne. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen schlauer und habe mich für eine Sorte auch entschieden. Das freut mich, denn wollen wir die uns mal besorgen, ja? Super, danke. Gerne, tschüss. Eine gute Beratung. Rauchen als Erlebnis. Rauchen als Erlebnis, das haben Sie sehr schön gesagt. Und dabei ist es gar kein Rauch, es ist vor allem Dampf. Das ist auch so, genau. Eigentlich ist es nämlich kein Verrauchen, es ist wirklich nur Verdampfen. Das heißt also, die Aromen werden einfach nur in Wasser gelöst, sage ich jetzt mal. Wasser ist jetzt auch verkehrt, in Glycerin und Propylenglykol und dementsprechend wird es nur verdampft. Also wir nehmen tatsächlich nur Dampf auf und verbrennen jetzt auch nichts. Das ist so eine Vape Station. Und ja, da hat der Kunde halt endlich mal den Vorteil, dass er ganz viele unterschiedliche Geschmäcker probieren kann. Ja, normalerweise haben wir die ja nur im Schrank und da kann er sich nur angucken. Das ist immer ein bisschen doof, da es sich ja um Geschmack handelt, also muss man es auch mal probieren. Ja, hier kann ich es schon erleben. Genau, hier kann ich es halt einfach erleben. Und deswegen haben wir uns diese Stationen zugelegt und ich glaube, wir sind in Kassel einzigartig damit mit 50 unterschiedlichen Liquids, dass man die testen kann. Woanders kann man vielleicht nur so 10 oder 20 testen, bei uns kann man 50 unterschiedliche testen. Ihr wollt also Treffen veranstalten, gibt es noch andere Planungen zu Veranstaltungen? Ja, nein. Also es ist natürlich immer so, wir wollen natürlich Informationsveranstaltungen machen. Da sind wir natürlich auch noch in der Anfangsphase. Wir müssen uns dann noch ein paar gute Sachen und ein paar Themen überlegen. Wie kann man mit einer E-Zigarette umgehen oder was für Liquids gibt es oder wie gehe ich mit dem Vaporizer vielleicht um. Das sind natürlich Themen, die natürlich alle noch im Raum stehen. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und verdampfe dann jetzt auch. Gerne.